Wofür willst du dich denn entscheiden? Na, welcher mein Lieblings-Superheld ist, und welche Superkraft ich gerne haben möchte. Oh, was sind los, Mann? Ja, also irgendwie sind sie ja alle cool. Spider-Man! Oh, der kann Wände hochklettern, und sich von Haus zu Haus schwingen. Oh, das ist cool. Ja, okay, aber da musst du auch schwindelfrei sein, ja? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Nee. Und der Hulk, der ist so stark. Das ist auch cool, aber der wird auch immer grün und ganz groß. Ein grüner Freddy? Na gut, aber dann passt du auch gar nicht mehr in deine Tonne rein. Hui, na okay. Na. Und der Batman, ja. Der hat immer so eine coole Fledermausmaske auf. Hoho. Und der kann mit so einer tiefen Stimme reden. Oh. Ah, hallo Freddy, hier spricht Batman. Oh, hey Dio, genau so. Du, welcher ist denn dein Lieblings-Superheld? Meiner? Na, Batman natürlich. Schon immer, seit ich ein Kind bin. Und Iron Man. Aber die haben doch gar keine Superkräfte. Manche sagen, Geld ist ihre Superkraft. Hä? Naja, das sind Multimillionäre und die können sich so ihre tollen Ausrüstungen leisten. Okay. Tja, du hast keine Superkräfte und auch kein Geld. Dann bist du kein Superheld. Naja, okay. Es kommt auch ganz drauf an, was einen Superhelden eigentlich ausmacht. Nun, das wäre doch eine super Frage für unsere Freunde. Ja, das ist okay. Das wäre super. Wie frage ich? Heute frage ich mal deine Kollegen. Okay. Hey, Bix, Linda, was sind Superhelden? Hey, Freddy, vielen Dank für deine Frage. Und mit dieser Frage bist du bei uns an der richtigen Adresse. Richtig, denn wir haben gemeinsam herausgefunden, was Superhelden sind. Viel Spaß. Superman! Bix, ich bin Superman! Linda, läuft bei dir? Cooles Outfit. Was läuft? Ich habe gerade einen Superman-Film geguckt und jetzt habe ich gedacht, ich will auch so sein, so ein starker und kühner Held, der die Welt rettet. Ich würde sagen, gut siehst du aus, ja? Also, fast schon neidisch. Hast du noch so ein Kostüm vielleicht daheim oder so? Omas Vorhang, wie auch immer. Nein, tut mir leid. Aber die Frage ist ja, ganz ehrlich, ich will auch so einer sein, aber was braucht es denn dafür? Also ich meine, cooles Outfit auf jeden Fall, aber da gibt es doch sicher noch mehr, was man braucht, oder? Also ein Superheld muss stark, okay, mutig sein und immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Sehr gut, stimmt. Ach, mir fällt noch ein, sie müssen vor allem übernatürliche Kräfte haben, oder? Also ich meine, das ist das, was sie unterscheidet zwischen normalen, ja, Superhelden. Natürlich, ein Superheld kann unglaublich lange die Luft anhalten und richtig tief und weit damit tauchen. Und wenn sich ein Superheld von einem Hochhaus stürzt, dann prallt er nicht unten auf, sondern der hebt so kurz vom Boden ab und fliegt mit seinem Umhang davon. Das würde ich ja schon gerne mal machen. Aber ganz ehrlich, wenn wir so drüber nachdenken, kennst du irgendjemanden, der genau das alles erfüllt und sowas kann? Es ist immer mal ehrlich, ich kann weder fliegen, noch kann ich lange tauchen, bei mir hört schon bei einer Minute auf, aber okay. Also ich habe keine Superman-Qualitäten, das stelle ich gerade fest. Aber wenn ich so mehr darüber nachdenke, dann erinnere ich mich an die Geschichte, die mir meine Mama erst letztens erzählt hat. Da ist Jesus auf dem Wasser gegangen. Also was super übernatürliches, weil normalerweise sinkt man und er ist am Wasser geblieben. Er konnte sogar andere dazu bewegen, dass sie auf dem Wasser gehen. Also, wenn das nicht eine Superman-Qualität ist, ich würde sagen,
Jesus ein Superheld? Hey, stimmt. Ich habe das vor lauter Superhelden völlig vergessen, dass Jesus auch ein Superheld ist. Aber ich gehe sogar noch so weit, dass ich behaupten würde, Jesus ist der Superheld der Superhelden. Weißt du warum? Weil er für uns Menschen am Kreuz gestorben ist. Richtig. Aber er ist eben nicht nur gestorben, weil er, keine Ahnung, seine Kräfte überschätzt hat, wie manche Superhelden in den Filmen. Nein, er hat es freiwillig gemacht. Einfach mal freiwillig aus Liebe für die ganzen Menschen. Und dann, der Burner kommt ja noch, er ist nicht mal tot geblieben. Also ich meine, der ist einfach auferstanden. Wie einfach so, so als würde der Tod nichts anhaben können. Also ich kenne keinen Film, der so viel an übernatürlichen Superhelden-Krams hat. Stimmt. Voll. Ich gebe dir voll recht. Hey, und weißt du, was mir noch einfällt? Jesus ist ja nicht nur so ein Superheld, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Stimmt. Er ist immer und überall da. Hey Freddy, wir hoffen, wir konnten dir deine Frage, was Superhelden sind, gut beantworten. In diesem Sinne, ciao. Ciao. Ich bin Batman. Hui, jetzt siehst du aber cool aus. Gell? Danke, Max und Linda, für die tolle Erklärung. Da hast du aber super Kollegen. Ja, das stimmt. Und die eine hat sogar ein cooles gelbes Cape. Aber pass mal auf, ich habe mich auch verkleidet. Schau mal. Du bist Wolverine! Richtig erkannt. Ja, aber du, wir haben ja einiges jetzt gelernt, ne? Jesus ist also der Superheld der Superhelden. Und er ist kein ausgedachter Comicheld, sondern er ist der echte und lebendige Gott. Genau. Okay, dann bin ich jetzt kein Superheld, aber spielen kann ich so. Ja, und du musst auch kein Superheld sein. Du kannst das tun, was du gut kannst und es zum Wohl anderer Menschen einsetzen. Okay, das ist gut. Das mache ich. Und das könnt ihr Kinder auch machen, okay? Ja, mach das mal. So, jetzt spiele ich Superheld. Jetzt fliege ich. Ach nee, warte. Batman kann ja nicht fliegen. Dann hole ich mein Batmobil. Jawohl. Und du bist mein Robin. Okay, aber willst du dich nicht erstmal verabschieden? Ach, genau. Also, dann bis nächste Woche. Tschüss.